Ich werde dir jetzt in diesem Video einen Chart zeigen und wenn du diesen Chart verstanden hast, dann wirst du in Zukunft extrem viel Geld in einem ganz speziellen Sektor verdienen können und wenn dich das interessiert, dann musst du jetzt dranbleiben. In dieser Tasse hier ist Kaffee, ne? Aber heute soll es nicht um Kaffee gehen, aber um etwas Ähnliches, nämlich um einen Rohstoff, den man auch zu den sogenannten Softmärkten zählt. Softmärkte, dazu zählen zum Beispiel Kaffee, dazu gehören Zucker, Orangensaft, ne, wir nennen das auch die Frühstücksfutures und auch Kakao gehört dazu. Und um den Chart von Kakao soll es heute gehen, aber nicht, dass du denkst, wir sprechen heute hauptsächlich über Kakao und wo die große Chance lauert, sondern das erkläre ich dir ein bisschen später in diesem Video, wo wirklich die große Chance lauert. Aber es ist wichtig, dass wir erstmal mit Kakao anfangen. So, und jetzt zeige ich dir hier einen langfristigen Chart von Kakao. Und du siehst, das ist der Verlauf von Kakao, des Kakao-Futures. Der wird an der sogenannten ICE gehandelt, Intercontinental Exchange. Und das ist ein sogenannter Future-Kontrakt, ne? Also ein Terminkontrakt, wo also sowohl die Produzenten von Kakao als auch die Verarbeiter von Kakao sich gegen verschiedenste Preisbewegungen absichern. Und wie du sehen kannst, lief eigentlich dieser Preis von Kakao fast 40 Jahre lang in einer, nennen wir das Ganze mal Range, ne? Also wenn wir uns das hier mal ganz simpel anschauen, dann sehen wir hatten immer so Oberpunkte, die waren so im Bereich um 3000 Dollar etwa die Tonne und die Tiefpunkte, die waren etwa so bei 700, 800 Dollar die Tonne. Und in diesem Bereich ist das 40 Jahre lang geschwankt. So, warum ist das in einer Range geschwankt? Das ist eigentlich völlig normal im Rohstoffbereich. Warum? Wenn du nämlich einen Rohstoff hast, dann hast du ja sowohl Angebot als auch Nachfrage. Ne? Das ist ganz klar. So, und wenn jetzt Folgendes passiert, wenn jetzt beispielsweise die Nachfrage hochgeht, das heißt, wenn viele Leute also diesen Rohstoff, in dem Beispiel jetzt Kakao haben wollen, dann geht der Preis hoch. Und wenn der Preis hochgeht, motiviert das natürlich die Erzeuger, entsprechend mehr von diesem Rohstoff zu erzeugen, was dann wieder dazu führt, dass mehr angebaut wird. Und wenn mehr angebaut wird, dann kommt wieder mehr Ware auf den Markt und dann sinkt der Preis wieder, weil eben dann wieder genügend da ist. Und das ist so der klassische Rohstoffzyklus und das sehen wir eigentlich in den meisten Rohstoffen. Das heißt, das sehen wir in den Getreiden, das sehen wir hier in den sogenannten Softmärkten. Überall kann man das beobachten. Ein bisschen eine Ausnahme stellt beispielsweise Gold dar, weil man ja Gold nicht einfach so auf Knopfdruck produzieren kann. Und ein bisschen ist es auch anders bei Öl, weil man natürlich auch Öl nicht einfach so auf Knopfdruck produzieren kann und weil Öl ja auch ein endlicher Rohstoff ist. So. Wir werden übrigens auf eine dieser beiden Märkte gleich mal zurückkommen. Und deswegen laufen Rohstoffe sehr, sehr lange in Ranges. Ne? Also beispielsweise der Preis von Weizen, der hatte seinen höchsten Kurs zu Beginn der Französischen Revolution. Und wenn du dich jetzt vielleicht ein bisschen an deinen Geschichtsunterricht erinnerst, das ist lange, lange her. Und dann ist der eigentlich viele, viele Jahrzehnte, fast Jahrhunderte gefallen. Dann ging es wieder nach oben und da ist also viel, viel passiert. So, und jetzt sehen wir aber hier nochmal diesen speziellen Future auf Kakao und der ist plötzlich, da ging plötzlich die Hölle los. Ne? Also wir sehen hier, und ich kann dir, das ist jetzt hier ein Quartalschart, also jede Kerze stellt ein Quartal dar und ich blende dir jetzt hier nochmal eine Grafik ein, wo wir das mal ein bisschen runternehmen, nämlich auf den Wochenchart. Und da siehst du hier, dass wir so zu Beginn des Jahres 2023 waren wir etwa noch bei 2500 Dollar pro Tonne. Und dann sind wir hier zuletzt jetzt bis auf über 10.000 Dollar pro Tonne hochgegangen. Das heißt also, vergesst Bitcoin, vergesst Nvidia, Kakao, darin musst du sein. Ne? Nein, natürlich nicht. Aber es gab eine riesige Preissteigerung. Und wie ist das gekommen? Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Und darauf wird dann auch gleich die Idee kommen, wo du in Zukunft jede Menge Geld wirst verdienen können. Was hältst du von Fremdkapital-Trading? Mit freundlichen Grüßen, hat Nikia geschrieben, 9170. Meine Antwort würde ich vielleicht ein bisschen überraschen, aber ich halte Fremdkapital-Trading für Scam. Ich halte das in 99% der Fälle für einen absoluten Scam. Ich halte das für Betrug, weil die meisten überhaupt nicht verstehen, wie dieses Prop Trading, wie das Geschäftsmodell dahinter ausschaut. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr sagt, okay,
zeig mal, warum das Scam aus deiner Sicht ist, ne? Dann schreib mir das in die Kommentare und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und zwar, Kakao wird vorrangig von Kleinbauern angebaut. Ne? Also es ist nicht so wie jetzt beispielsweise bei Weizen oder bei anderen Rohstoffen, dass es da große Konzerne gibt, die das macht, sondern Kakao wird ja auch nur in wenigen Teilen dieser Welt angebaut und das wird hauptsächlich von Kleinbauern gemacht. Und diese Kleinbauer waren eben lange Zeit überhaupt nicht in der Lage, wirklich so ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen. Sie sind übrigens auch diejenigen, die am allerwenigsten davon profitieren. Das heißt also, diese große Preissteigerung, die wir hier haben, das ist dann eher gut für die Großhändler. Die Kleinbauern als solche haben hier wenig davon, dass die Preise so explodiert sind. So, aber das ist eine andere Geschichte. Was war aber der Punkt, warum dieser Preis so explodiert ist? Und der Preis ist explodiert, weil man jahrelang nichts investiert hat. Das heißt also, man hat jahrelang nichts in die Produktion von Kakao investiert. Das heißt, man hat keine neuen Plantagen angelegt, man hat keine neuen Pflanzen angebaut. Jetzt muss man wissen, so ein Kakao Strauch, ein Kakaobaum, der erreicht irgendwann mal seinen quasi Hochpunkt. Ne? Also nicht so, dass man den 100 Jahre jetzt wie einen Olivenhain anpflanzen kann, sondern wenn der so 12, 13, 14 Jahre alt ist, dann lässt er vom Ertrag her nach. Und was wurde zuletzt gemacht? Es wurden eben nicht genügend neue Kakaopflanzen angebaut, es wurden nicht genügend Kakaoplantagen erstellt. Und das hat eben dann zu einem wirklichen Nachfrageschock geführt. Nämlich plötzlich kam ganz normal Nachfrage in den Markt. Es kam nicht mal übergeordnet große Nachfrage in den Markt, aber plötzlich war nichts mehr da. Und das hat eben dann dazu geführt, dass dieser Preis so dramatisch gestiegen ist. Also wenn du dir das hier nochmal langfristig auch anschaust, dann siehst du eben wirklich diesen Schock, den wir hier gesehen haben und den Ausbruch aus einer sehr, sehr großen Range, die fast 40 Jahre lang Bestand hat. So, was lernen wir daraus? Besonders im Rohstoffbereich lernen wir, wenn es zu Ungleichgewichten kommt, also zu hohe Nachfrage oder zu geringe Nachfrage, wirkt sich das normalerweise auf den Preis aus. Wenn es dann aber die Situation gibt, dass in bestimmten Bereichen nichts mehr investiert wird, weil man vielleicht denkt, man braucht das nicht mehr, dann die Nachfrage aber trotzdem da ist, dann explodiert der Preis. Und das ist ein Prinzip, das kannst du auf ganz vieles anwenden. Und ich mache jetzt mal einen ganz kleinen Schwenk und blende dir hier eine Aktie ein. Und da wirst du dich sehr wundern, wie können wir denn jetzt solche gedanklichen Sprünge machen. Und zwar blende ich dir jetzt mal hier ein, das ist die Aktie von Rheinmetall. Rheinmetall, weißt du, deutscher Rüstungskonzern. Und Rheinmetall ist natürlich seit Beginn des Ukraine-Konflikts auch explodiert, so ähnlich wie Kakao. Und auch hier war es so, man hat, deutscher Rüstungskonzern, man hat jahrelang, jahrzehntelang nichts in den Bereich Verteidigung investiert. Und plötzlich wurde durch ein externes Ereignis, der Konflikt in der Ukraine, riesige Nachfrage geschaffen. Es war nicht genügend Angebot da. Und jetzt fangen plötzlich alle europäischen Länder an und sagen, hey, wir müssen in Rüstung, die nennen es ja Verteidigung, ne? Es ist Rüstung, aber wir müssen in Verteidigung investieren. Und deswegen haben so Firmen wie zum Beispiel Rheinmetall plötzlich Sonderkonjunktur und der Preis explodiert um mehrere 100% hinaus. So, sollst du also jetzt in Rheinmetall oder Kakao investieren? Nein, das ist nicht Sinn und Zweck dieses Videos, sondern nur um dir dieses Prinzip zu erläutern. Was ist jetzt aber so ein Markt, der in der Zukunft sehr, sehr stark profitieren könnte? Und das ist, Trommelwirbel, 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 das ist Energie. Warum Energie? Überleg mal, was haben wir die letzten Jahre immer so erfahren? Nämlich, was wurde in den Medien sehr stark breitgetreten? Was waren so die Schlagworte? ESG, ne? Also das heißt, alles muss klimapassend sein. Grüner Wandel, grüne Transformation. Eine Trendwende in der Energiewirtschaft. So, das heißt also Solarenergie, Windenergie und so weiter und so fort. Und alles, was damit zusammenhängt, fossile Brennstoffe, ne, egal ob es jetzt Kohle war oder ob es jetzt Öl war, das war alles so ein bisschen negativ betrachtet. Ne? Da haben wir gesagt, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Es gab viele große Investmentmanager, BlackRock beispielsweise, gesagt haben, wir wollen nicht mehr in Öl investieren, wir wollen das unseren Kunden nicht mehr machen, wir machen jetzt alles ESG-gerecht und so weiter und so fort. So, und zu was hat das geführt? Das hat dazu geführt,
dass auch die großen Energiekonzerne, ne, egal wie sie heißen, haben sich natürlich alle Gedanken gemacht, haben gesagt, wie können wir in Zukunft investieren? Da hat man eben auch angefangen, in Windkraft zu investieren, in Sonnenenergie und so weiter und so fort. Und es wurde vor allen Dingen für diese Firmen unglaublich schwer, Gelder aufzutreiben, um beispielsweise weiterhin in die Förderung von fossilen Brennstoffen zu investieren. So, selbe Prinzip wie hier beim Rüstungsbereich, selbes Prinzip wie bei Kakao. Und jetzt plötzlich stellt man fest, oh, wir brauchen ja doch fossile Brennstoffe und das Ganze mit ESG ist vielleicht doch nicht so das Allerbeste. Ne? Soll es hier nur, wir beleuchten das Ganze mal nur aus Sicht von Angebot und Nachfrage und von Investment, okay? Nicht, ob das moralisch oder was du persönlich davon denkst, das spielt jetzt hier keine Rolle. So, und jetzt sehen wir, dass beispielsweise BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, dieses ESG still und heimlich wieder beerdigt hat. Ne? Da hat gesagt, nee, das ist doch nicht so das Tolle. Wir streichen das wieder, wir investieren auch wieder in diese Sachen. So, und jetzt kommt was ganz, ganz Spannendes. Jetzt zeige ich dir nämlich mal einen amerikanischen ETF. Es gibt garantiert auch entsprechende Pendants hier in Europa. Und zwar von Energieaktien. Das ist ein Teil aus dem S&P 500. Der nennt sich XLE. Das sind die Energieaktien. Und hier siehst du, dass auch nochmal ein sehr, sehr langfristiger Chart hier, dass die Preise der Energieaktien fast auf Allzeithoch sind. Wir hatten das Allzeithoch im Jahr 2014, da ging so der erste Rohstoffzyklus, der ging von 2000 bis 2011, ging das so zu Ende. Energie ist ein bisschen weiter nachgeschossen, die Energieaktien gingen hoch und danach sind die Energieaktien dramatisch eingebrochen. Sie sind von nahezu 100 auf um die 20 heruntergefallen, also 80% Verlust. So, jetzt sind wir wieder fast auf Allzeithoch und kann man da immer noch investieren? Und jetzt zeige ich dir einen Wochenchart. Und jetzt sieh mal an, was du jetzt siehst. Und da siehst du, wir haben jetzt hier im Jahr 22, im Jahr 22, im Jahr 23 Hochpunkte gehabt, wo der Markt nicht darüber kam. Aber immer diese Rücksätze wurden immer geringer und jetzt in den letzten Tagen und Wochen ist der Ausbruch nach oben gelungen. Und was können wir daraus schlussfolgern? In den letzten Jahren wurde nichts investiert in den Bereich fossile Energie. Das heißt aber, plötzlich haben wir große Nachfrage nach fossiler Energie, ne? Mit KI, mit all dem, was es gibt. Was brauchen wir auf dieser Welt? Wir brauchen Strom. Und Strom nur aus Sonne, nur aus Wasserkraft, nur aus Windkraft, das funktioniert eben noch nicht. Oder vielleicht funktioniert es überhaupt nicht. Da bin ich kein Fachmann dafür. Aber es funktioniert nicht. Und Atomenergie gibt es auch noch nicht genügend. Also braucht es auch wieder fossile Brennstoffe, sprich Öl. Und davon profitieren natürlich die Energiefirmen ganz, ganz extrem. Und das ist so ein ganz klassisches Prinzip, wo man sagt, okay, jahrelang nichts investiert, plötzlich Nachfrage wieder da, Nachfrageschock, ne? Bumm, Preise gehen nach oben. Und wenn sowas mal passiert, wenn was mehrere Jahre lang seitwärts läuft und plötzlich bricht es aus, dann kann das sehr, sehr, sehr weit tragen. Wir haben mit unseren Kunden gemeinsam jetzt schon in den letzten Wochen angefangen, hier in diesen Bereich zu investieren. Wir liegen da auch schon ganz gut im Plus und wir haben das natürlich auch sehr, sehr regelbasiert gemacht. Also das heißt, wie sind wir darauf gekommen? Nicht, weil wir irgendwie eine Story gelesen haben, sondern weil wir das über unsere Scan-Prozesse erkannt haben. Und es gibt es immer wieder solche Gelegenheiten an der Börse, die, wenn man sie im Nachhinein betrachtet, sagt, offensichtlich, ne, Rheinmetall, Rüstung in Europa allgemein, offensichtlicher kann es doch gar nicht sein. Aber wie kommt man darauf? Kakao. Offensichtlicher kann es doch gar nicht sein. Aber wie kommt man darauf? Und das funktioniert eben nur, wenn du einen wirklichen Scan-Prozess hast, wenn du keine News liest, sondern wenn du sagst, okay, ich schaue, was wirklich im Markt passiert und dann schaue ich mal, warum passiert es denn? Also gibt es da vielleicht eine Begründung dafür. So, und das heißt, wir drehen das ein bisschen um, wie es die meisten Börsianer machen. Die lesen irgendwelche News, schauen dann hin und sagen, jawohl, jetzt ist der Preis aber gelaufen. So. Keine Aufforderung für dich, jetzt in Energiewerte zu gehen, sondern deine Hausaufgaben zu machen. Es geht um die Verinnerlichung dieses Prinzips. Ne? Man sagt, okay, wenn in einem Bereich lange keine Investitionen waren, das kann verschiedenste Gründe haben, es kann auch sein, weil der Bereich nicht mehr interessant ist, aber wenn er dann wieder interessant wird oder wenn er interessant bleibt, dann ist das etwas, was jahrelang sehr, sehr hohe Renditen bringen kann. Und der alte Fuchs Warren Buffett, der kauft seit Jahren Energieaktien. Jetzt wissen wir, warum er es macht, ne? Was seine Gedanken waren, nämlich, dass er gesagt hat, hey,
Öl wird wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte gebraucht werden. Es wird in diesen Bereich nicht investiert und deswegen bin ich da dabei. Also, schau dir das bitte mal an, mach deine Hausaufgaben, wenn du an so einem Scan-Prozess interessiert bist, wie das Ganze funktioniert, wie du das nutzen kannst, können wir uns gerne mal im Rahmen eines Strategiegesprächs unterhalten. Und eine Bitte habe ich noch an dich, wenn du hier das YouTube-Video schaust, und zwar sollen wir das Thema Rohstoffe, Handel mit Rohstoffen, diese Möglichkeiten immer mal wieder hier auch mit aufnehmen. Falls ja, schreib mir das gerne in die Kommentare. Danke dir fürs Zuschauen. Schön, dass du dabei warst. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Und ich trinke jetzt einen Kaffee.